Boah, jetzt noch eine Rune nach Corinnes wäre natürlich Bombe. Aber ich komme zumindest schnell wieder in die Burg dann. Das ist okay. So, jetzt muss ich bloß überlegen, wie ich jetzt am schnellsten zurückkomme. Zur Taverne und dann durchs Dingens, ne? Am besten. Hi! Suicide, Lexi. Dankeschön für dein Follow. Was ist denn das für einer hier? Ja, komm, ich mach dich jetzt kaputt. Ich kann das. Ich kann das. Oder auch nicht. Mal diese Lurker. Hab's aber geschafft. Lurker Frischfleisch. Ja, leider geben die kein Fleisch. Erstmal komplettes Picknick, um mein Leben wieder aufzufüllen. So, hier oben, ja? Da können wir ja ein paar Lurker kaputt machen. Noch ein bisschen EP sammeln. Boah, ich höre schon welche. Ja, ah, da. Waffe. Aua. Aua, das schaffe ich nicht. Wartet, ich muss nochmal laden. Wartet, wir machen das nochmal ordentlich. Das hat jetzt nicht so funktioniert. Genau, die Lurker werden jetzt wieder abgemetzelt. Verteilt wieder Helme und Spaten an die Lurker. Ein schönes Spiel, aber wenn ich das so sehe, habe ich schon viel vergessen davon. Oh ja. Frag mich mal, Rhodium. Ich habe das ja auch gespielt vor 20 Jahren gefühlt. Und, ja, wo ist denn der jetzt? Ah! Nein! Warte doch mal! Diese Lurker, ne? Nein! Ich glaube, wir müssen mal mit heilen. Ich habe nichts mehr zum Knabbern so richtig, ne? Scheint kein veganer Channel zu sein. Wow. Warte, warte, das zählt nicht. Nein, das zählt nicht. Bin ich gestorben? Bin ich gestorben? So, erstmal ein Bier. Ah, nee. Oh, das gab
Das war gar kein richtig. Ach so, das war hier. Oh. Ist auch so? Nee. Ich habe gerade Bonus bekommen. Müsste es nicht ASMC heißen? Auch nicht schlecht, ja. Du rennst mit einem Wolfszahn rum. Jaha! In dem anderen Speicherstand? Also, aber da war ich jetzt zu weit weg. Ich habe ja, ich brauche nur 10 Stärke. Vielleicht kriege ich bei Bengals Hof auch Stärke. Bist du nur neidisch auf meinen schönen Wolfszahn? Vor 20 Jahren, das kommt hin. Ich habe den ersten Teil... Ja, den haben wir auch schon on-stream gespielt. Den haben wir natürlich vorher gespielt. Und dann gerade Flopsel in einer wunderschönen Grafik. Also, wenn man sich mal so Screenshots im Internet anschaut vom ursprünglichen Gothic, ohne diese Grafik-Patches... Uiuiui. Das ist alles nur so hellgrau in hellgrau. Nee, hellgrau in hellbraun. Trifft's eher. Kannst ja mal unterm Teppich nachsehen. Was? Was soll ich? Wieso? Na, Stärke bei Bengals Hof. Ach so. Oh. Ja, ich kann doch... Ich muss doch dann eh wieder nach Corinnes. Ich habe jetzt halt... Hi. Iron. Nee, I once laughed. Dankeschön für dein Follow. Ich habe mal die Alerts für die Variety Streams ein bisschen in die Ecke geschoben, wie ihr gerade sehen konntet. Damit die nicht immer so das Bild verdecken. So. Der nächste Lurker ist fällig. Ah! Und ich stecke halt erstmal. Man startet doch den Kampf damit, dass man die Waffe erstmal wegsteckt, oder? Was ist denn heute los? Was kann ich denn überhaupt, ey? Die armen Alerts schön abgeschoben. Naja, ist doch gut, wenn die da ein bisschen in die Ecke geschoben sind, oder? Toni. Wir haben heute gelernt, es geht mir nur ums Geld. Ist mir scheißegal, was ihr wollt, ja? Aua, wieso... Der kämpft nicht so, wie ich will. Schwer. Halt, ich komme in Frieden. Wir haben wohl ein neuer Heiltränke kaufen müssen, ey. Obwohl, wir brauchen ja auch 2500 Gold für diese neue Rüstung, ne? Nee, oder... Oh, ihr habt das doch bestimmt auch, dass einer von euch eine völlig falsche Meinung habt und man ist dann schon ein bisschen hilflos. Also, was soll man da machen, ne? Man kann das ja gar nicht... Hallo, Zulator! Erstmal die Scavenger. Die krieg ich aber schön mit Pfeil und Bogen weg. Oh. Hallo. Nein. Oh, ich muss erstmal wieder umdenken hier. Dir auch einen schönen Sonntag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, es geht dir gut. Liegt da Blut? Ah, nee, das ist das Kreuz. Ah, ich kann ja noch einen Schatz ausbuddeln von dem Piraten. Aua! Nein, nein, nein! Nein! Scheiße! Oh Mann! Alles tutti frutti. Jetzt muss ich mir das wieder aufschreiben, ne? Ich weiß zwar nicht, ob ich jemals dieses Video mache mit den
tausend Wege zu sterben in Gothic 2, aber bevor ich mich dann hinterher ärgere, dass ich es nicht aufgeschrieben habe, schreibe ich es lieber auf. Jetzt muss ich nur meinen Zettel finden. Ach, hier. Ah, ich könnte den Alert auch woanders hinschieben. Soll ich das lieber über... Ah ne, ich kann da nichts rumschieben jetzt. Aber soll ich es fürs nächste Mal lieber über den Stream schieben? Also über mein Bild? Toni, danke schön für das Gifted Sub an Ratschopse. Sogar ein T2-Sub. Hallo. Am Donnerstag war das erste höhere Gewalt. War das erste höhere Gehalt drauf? Hab erstmal geshoppt. Ja, sehr schön. Was hast du dir denn gegönnt? Würde dir ein edles Kurzschwert empfehlen? Wenig Stärke, guter Schaden. Ich habe ja eins in der Tasche. Aber ich kann es noch nicht. Mensch, Ratschlopsel, der hört auch nicht zu, ne? Wieso hört ihr mir denn nicht zu? Wieso hört ihr mir denn nicht zu? Ich war ja bei dem zweiten Speicherpunkt schon in Korinnes. Da hatte ich meine Stärke erhöht und hatte schon das edle Schwert angelegt. Aber dann hätte ich jetzt den ganzen Weg zu Bengars Hof zurücklaufen müssen. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, jetzt doch erstmal den anderen Speicherstand zu nehmen und hier oben weiterzumachen und das halt später zu machen mit der Stärke. So. Haben jetzt alle zugehört und sich das gemerkt, ja? Schon wieder ausgerutscht, ja, aber diesmal habe ich es wenigstens gesehen, Toni. Hallo, Defgan. Die olle Cludi. Ja, die schon wieder. Warte mal, wir müssen, glaube ich, wir müssen unser Leben schon voll machen, ne? Sonst. Das war das, was jetzt gerade gefehlt hat, ja. Die 15 Punkte. Diese Lurker. Raus mit die Viecher! Ich hab das noch nicht so raus, mit in welche Richtung, ne? Ich bring's irgendwie leider nicht hin. Ah, du hast das gesehen, das Fenner. Ah, ne, das habe ich nicht gesehen. Toni! Also echt, oh Mann, ich sehe das immer nicht. Nein, die Bekle ihr dürft bleiben, das meint die Claudine nicht so. Nein, ich meine das nicht so. Eine SSD für den Raspberry. Ein paar Panzer in World of Tanks. Ja moin, wie viel zahlt man da für so einen Panzer? Guckst du da dem Mailand zu, wenn du World of Tanks spielst? Weil das ist auch ein Dresdner, ne? Zweimal 1000 Gold, ganze Kaffeebohnen für die Arbeitskollegen. Aber besonderen Kaffee. Ui, das ist aber nett von dir. Oh, da drüben steht einer. Ach, das ist der uns vorhin, der sonst die ganzen Lurker weggehauen hätte, wenn ich nicht aufgepasst hätte. Das gibt's doch! Gar nicht. Ich weiß immer nicht, in welche Richtung ich drücken muss, damit es toll wird. Damit es ein toller Move wird. Ach so, 1000 Gramm. Oh, zweimal 1000 Gold? Lol. Sag doch ein Kilo. Mein, kannst du nicht 2 Kilo schreiben? Manu, ihr macht es doch mit Absicht. Die blöde alle Streamerin immer verwirren, das kann doch nicht wahr sein. Wer schreibt denn bitte 1000 Gramm? Minno! Du den Kaffee hinstellst, bevor du auf die Treppe zu Spike musst. Abpapalapap. So, aber guck mal, wir haben das erste Kreuz gefunden. Von dem Piraten. Muss ja aufpassen, dass ich das Säckchen nicht einfach aufmache. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Eine silberne Schale. Oh Gott. Ah, schon wieder so düster. Feuerkraut. Seht ihr noch was, Nena?
Das ist so schnell zappenduster geworden hier. Kommt auf den Panzer an. Zwischen 5 und 60 Euro ist alles drin. Ach, Herr Jemine. Wenn du die Combo machen willst, dann musst du nur linke Maustaste benutzen, aber in zeitlich korrekter Abfolge. Ja, ich halte immer die linke Maustaste gedrückt und drücke dann die Bewegungstasten. Das ist falsch, oder was? Also ich denke halt immer, wenn ich schlage und er dann das Schwert nach links hat, dass ich dann rechts drücke, damit er das nach rechts zieht. Aber dem ist irgendwie nicht so. Ja, das ist nur für den Anfang gut, wenn du noch kein Skill beim Schwertkampf hast. Wie jetzt? Ich habe keinen Skill im Schwertkampf. Abkämpfer kann der ganz gut mit den Kombis. Ja, aber ich krieg's nicht hin. Ich weiß nicht, wie ich die Kombis machen soll. Drücke ich. Aber nur die Maustaste drücken ist ja Quatsch. Hallo, Demaya. Du bist halt sicher. Du brauchst dir halt keine Sorgen machen. Obwohl, ich glaube, Zwoschus und Tuni möchten gerne Instanzen laufen. Raschel, raschel. Halbwegs sicher, siehste. Alles klar? Sicher. Was machst du hier? Ich bin nur Schafhirte. Es ist nicht gerade eine Arbeit, bei der ich mich kaputt mache. Aber zuweilen muss man ganz schön aufpassen. Erst recht, wenn man dem Pass zu nahe kommt. Mach mal den ersten Schlag. Kurz bevor die Animation endet, machst du den nächsten Mausklick und so weiter. Dazu musst du aber vom Skill her Kämpfer sein. Ja, aber wenn ich die Maus loslasse, verliere ich ja auch gerne mal mein Target. Und gerade bei mehreren Gegnern ist es irgendwie scheiße. Hab gerade Torgas 12 mit 5 Diamanten gemacht. Kann ich jetzt Stufe 13 gehen? Wenn ich dich nicht so die Pette, ne? Das ist wirklich nicht mein Problem. Trainingssache. Was weißt du über den Pass? Nicht viel. Nur, dass er zum alten Minental führt, das bis vor ein paar Wochen noch von der Barriere umschlossen war. Damals war die monatliche Karawane, die alle möglichen Güter ins Minental brachte, das Einzige, was wir Bauern zu fürchten hatten. Diese Halsabschneider haben uns hier draußen oftmals ganz schön zugesetzt. Die gehen gerade schon wieder meine EP klauen. Drecksviecher. Weniger. Na toll, das war meine EP! Wo finde ich den Pass ins alte Minental? In der Nähe der beiden Wasserfälle. Auf der anderen Seite des Weidenplateaus. Was erzählt man sich über das Minental? Alles Mögliche. Nachts wollen einige der Jungs Schreie von dort gehört haben. Manche haben seltsame Lichter über den Bergen gesehen. Aber wenn du mich fragst, sind das alles Ammenmärchen. Das sind Schafe, easy, EP. Hey. Warst du schon mal im Minental? Nein, ich bin nur ab und zu in der Nähe des Passes. Ich sehe dann immer diese beiden Paladine da herumstehen und Wache halten. Es sieht so aus, als ob sie darauf aufpassen, dass nichts aus dem Tal mehr herauskommt. Damals war das Minental ein natürliches Gefängnis. Bist du einmal reingegangen, kamst du nicht wieder raus. Das ist so typisch, ne? Ich sehe gar keine Frauen. Ich sehe ja gar keine Frauen. Das hast du richtig beobachtet. Das ist sozusagen ein Männerhof. Funktioniert ganz gut, denke ich. Erzähl mir mehr über die Paladine. Seit wann stehen sie da? Ich schätze mal 1 bis 2 Wochen. Ganz genau weiß ich das nicht. Vor einiger Zeit ist sogar ein ganzer Trupp von ihnen im Pass verschwunden. Seither habe ich sie nicht wieder gesehen. Überarbeite dich nicht. Ich werde mich bemühen. Wow, was ein aufschlussreiches Gespräch. Toll. Und die haben mir einfach den Lurker kaputt gemacht, oder? Das war bestimmt ein Lurker. Hallo, ist hier noch jemand? Hallo, hallo? 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 Lass mal Scheune anzünden hier. Hallo? Hallo, Ibims 1 Handhart?
Können wir reden? Hä? Wo sind die denn alle? Hey, da waren doch gerade noch welche, die... Ah, hier. Hey, die waren... Wo waren die denn gerade? Bauer? Bauer. Wow, und wo ist Benga? Ich bin doch auf Bengas Hof, oder? Am Schlafen, da war aber keiner. Mit El Halva gibt es die Option, alle Fleischstücke braten. Was ein Segen. Ach, naja. Hä? Hm. Sind die denn hingerannt? Hier kommt auch noch einer. Das kann hier. Ja nicht ewig so weitergehen. Warte mal. Du bist der Bauer hier? Könnte man so sagen, doch eigentlich bin ich nur der Pächter. Dem Großbauern gehört das ganze Land hier. Wovon lebt ihr? Hauptsächlich von der Jagd und vom Holz, das wir fällen. Natürlich züchten wir auch Schafe und betreiben Ackerbau. Ich muss ja auch die ganzen Tagelöhner, die ohne mir aufhalst, beschäftigen. Die wenigsten sind gute Jäger, verstehst du? Möglich ist alles. Ist dir in letzter Zeit etwas Merkwürdiges passiert? Hier passieren eine Menge merkwürdiger Dinge. Aber das Seltsamste ist wohl Pardos rätselhaftes Verschwinden. Er ist einer meiner Feldarbeiter und nicht der Typ, der einfach über Nacht alles hinwirft und sich aus dem Staub macht, verstehst du? Er musste es ja besser wissen. Was genau ist an seinem Verschwinden so merkwürdig? Pardos ist ein sehr ängstlicher Kerl und hat sich niemals weiter als bis zu den Grenzen meiner Felder vom Hof entfernt. Er hat schon die Beine in die Hand genommen, wenn ihm eine Fleischschwanze über den Weg gekrabbelt kam. Die Biester sind zwar nicht besonders schön, aber gefährlich sind sie nun wirklich nicht. Es soll ja Leute geben, die sie essen. Ach, widerlich. Man gewöhnt sich dran. Man gewöhnt sich dran. Ich wollte gerade noch sagen, wer macht denn sowas? Wer isst denn Fleischschwanzen? Vielleicht hat er einfach die Schnauze voll. Die Feldarbeit war sein Ein und Alles. Schwer vorzustellen, dass er jetzt bei einem anderen Bauern arbeitet. Bei mir konnte er machen, was er wollte. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Lecker Fleischschwanzen-Ragout, genau. Der arme Kerl kann irgendeinen Anhaltspunkt? Ich glaube ja, dass ihn die Banditen verschleppt haben. Die streunen schon seit Tagen hier in der Gegend herum. Einmal habe ich gesehen, wie sie einen Bürger der Stadt in ihr Lager gezerrt haben. Sah so aus, als ob sie ihn versklaven wollten. Wo ist dieses Lager der Banditen? Am Ende meiner Felder führt eine Treppe hinunter in einen kleinen Talkessel. Dort haben sie sich niedergelassen. Ich würde dort ja gerne nach Pardos suchen, aber ich werde mich ganz sicher nicht mit den Kerlen anlegen. An deiner Stelle würde ich auch einen großen Bogen darum machen. Die kennen keinen Spaß. Ich glaube, die haben wir sogar schon gesehen. Das ist wirklich nicht mein. Hatten die Banditen, die hier vorbeikamen, Waffen bei sich? Was ist denn das für eine blöde Frage? Was wären das für Banditen, wenn sie keine Waffen hätten? Ich meine richtig viel Waffen, eine Waffenlieferung. Stimmt. Jetzt, wo du es sagst, sie hatten Massen davon bei sich. Einige in Fässern, einige in Taschen oder auf dem Karren, den sie dabei hatten. Du unterhältst Tagelöhner? Die Arbeiter, die Ona nicht gebrauchen kann, wirft er von seinem Hof. Er schickt sie dann zu mir. Ich ernähre sie und sie arbeiten hier für mich. Was hältst du von Ona? Er ist ein gieriger Sack, der uns noch alle an den Galgen bringen wird. Irgendwann kommen die Paladiner aus der Stadt und lassen uns kleine Bauern für das, was er hier abzieht, bluten. Aber ich habe keine Wahl. Die Milizen kommen nur hierher, um zu kassieren und nicht, um den Hof zu verteidigen. Wenn ich mich loyal zur Stadt verhalten würde, könnte ich selber zusehen, wie ich klarkomme. Ona schickt zumindest ab und zu mal Söldner, um nach dem Rechten zu sehen.
Kommen hier im Hintergrund die ganzen Bauern von den Feldern, ne? Gerade eben war hier keiner und jetzt sind sie überall. Okay. Okay. Aber ich glaube, wir haben die schon gesehen. Ist denn gerade auch einer reingegangen oder ist der hinter das Haus gegangen? Ich schlafe einfach mal eine Runde. Was soll schon passieren? Mir ist einfach zu dunkel. Ich habe Angst im Dunkeln. So. Huch. Aber habe keine Stärke unterm Teppich gefunden, Red Flopsel. Da war gar nichts. So, der hat gesagt, hinter seinem Hof geht eine Treppe runter. Da ist halt nur die Frage, greifen mich diese Banditen an oder nicht? Na, ich werde es ja sehen. Ich werde ja sehen, wenn ich mit einem Pfeil im Kopf tot auf dem Boden liege. Dafür ist das Fleisch immer noch blutig wie im Gourmet-Restaurant. Mhm. Quasi ein English Steak. Oder so blutig ist doch Englisch. Ja. Keine Stärke, Skandal. Nicht mal durchs Teppich hochheben. Nee, nix. Gar nix. Oh, was ist denn das? Ach, das ist die schnaubende Kreatur. Die tut bestimmt weh, oder? Was? Du meinst nicht, dass ich den schaffe? Kein Vertrauen, ne? Niemals! So, so. Na gut, wenn der Red Flopsel das sagt, dann halt nicht. Der will nur spielen, geh mal hin. Ja, der hat bestimmt was in der Nase, wenn der so schnaubt. Mal ein Taschentuch bringen. Ja, helf doch mal. Ja, der Arme. Vielleicht müssen wir auch mal einen Test machen. Ich schieb dem einfach mal so ein Stäbchen in die Nase. Was soll schon passieren? Mit der Rüstung ist das so, als ob du dir einen Leinsack angezogen hättest. Weiß ich doch. So muss jetzt. Aber der hat gesagt, hinter ihm die Treppe runter. Also wahrscheinlich auf der Seite. Naja, wir werden es schon finden. Die Lörker mache ich auch ein andermal. Weil wenn ich die jetzt bekämpfe, dann kommen die blöden Bauern zur Hilfe und dann... Ja. Krieg ich die XP wieder nicht. Oh, hier ist auch ein Kreuz. Ja, sag mal, wie viele Kreuze gibt es denn hier? Vielleicht ist so ein Test auch schief gegangen und das Stäbchen steckt. Da, auch das ist möglich, ja. Ich habe etwas gefunden. Oh, da freut sich doch der Pirat. Goldene Schale und
Ich glaube, der hatte mir 4 Verstecke gesagt. Der hat die ja so hintereinander runtergerattert, wo ich dann noch dachte, so, ja. Nee, hier geht's ja zu Onas Hof wieder. Welche Treppe? So ein großes Kreuz. Ja, vor allen Dingen so unauffällig, ne? Hallo, Don Schlingo. So unauffällig. Da ist noch keiner auf die Idee gekommen, mal seine Spitzhacke reinzujagen.